Aber sowas von, kannst du sicher sein. So. Jetzt müssen wir da wieder irgendwie durchfinden. Durch die Mogelecke. Da lang. So. Hä? Achso, ja, na sicher. Das käme ich selber schon nicht mehr aus hier. Genau, da wollte ich die Querstreben drin haben. Und da. So, hinten natürlich genau dasselbe Spielchen. Zack. So. Ich habe gesehen, hier habe ich einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Genau, da habe ich mehr Balken reingezogen, was aber eigentlich egal ist. Die Häuser waren ja nicht symmetrisch und ich baue ja eher am liebsten so. Das ist geil mit dem Vordach. Gefällt mir. So. Boah, das wird ja hinten und vorne nicht ausreichen. So. Weil wir sind jetzt schon empty. Das ist natürlich blöd. So. Die waren da hinten. Aua. So. Auf dem Hügel. So. So. Okay, das war die Axt. Die hat sich gerade eben verabschiedet. So. Und das dürfte sich auch noch ausgehen. Noch eine, sehr gut. Ich pflanze jetzt erstmal wieder was an. So. So. Na, da können wir auch noch einen hinstellen. Ja, das machen wir jetzt noch, bis die Axt hinüber ist. Und dann. Sollten wir eh genug Holz haben. So. Ja, ein helles Dach ist vielleicht mal was anderes. Das ganze Haus ist ja schon so dunkel. Also wieso nicht? So.
Gehen wir mal wieder rüber. So. Boah, bis ich die Wege auswendig kenne. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. So, jetzt bis nach hinten durch. Und einmal um die Ecke. Ich hätte auch da lang gehen können. Da ist auch ein Weg. So. Achso. Die Truhe ist auch schon hübsch voll. So. Achso. Die werden wir auch noch fertig machen. Huch. So, das sollte sich ja jetzt ausgehen. Ja, hochkommen muss ich nur irgendwie. Machen wir das halt jetzt mal behelfsmäßig. So, da hinten lassen wir es auch einen rüberstehen bis zu dem Dach. Ob sich da noch ein Dachboden ausgeht, ich glaube fast nicht. So. Okay, sehr gut. Die Frage ist, wo ist die Mitte, ne? Okay, jetzt machen wir erstmal die Seite fertig und dann schauen wir mal weiter. Na Wahnsinn, ums Haarlecken ist, geht sich das aus, ey. Ja, da muss ich jetzt schauen, wie ich das da drüben bei dem Haus mache. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Nee, nicht als hätte ich. Da geht sich das um eins nicht aus, okay. Gut, anderes Problem. So. Nee. So wollte ich es nicht haben. Sondern so. Zack, 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 zack. Mache ich vielleicht eh wieder was Dunkles drauf. So. Aua. So. Ja, da geht sich sogar noch ein Dachboden aus. Sehr geil. So. Dann wäre man nämlich
Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ein noch 32, das sollte reichen. So. Die Musik. Ah. So. Ich baue da jetzt einfach mal hoch. So. Das müssen wir uns gleich genauer anschauen, wie wir das machen. So, da wäre es zu. Ja, vielleicht mache ich es oben doch ein bisschen flacher, damit sich das ausgeht. Ich wollte da ja jetzt eigentlich ja, wir könnten noch die hier nehmen. Na, nicht so. So. Und ja, da wird es halt ein bisschen ach so. Ha. So, dann dürfte das Dach ja jetzt zu sein. Und oben könnte man. Ach, wir haben keine Axt mehr, ne? Hm, nicht so geil. Gold. Kupfer. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Weil so funktioniert es ja leider nicht. So. Machen wir schnell eine aus Holz. So. Das kommt weg. Okay. Ach so, hier sind wir noch nicht zu. Ja, das erklärt dann natürlich einiges. So. Nochmal, jetzt haben wir keine mehr, ne? Und regnen tut's auch noch. Na toll. So. So, das wird eher gemütlicher hier drin. So. Und da machen wir aber was Helles rein, weil sonst drückt es noch mehr, als es ohnehin schon tut. Für den Boden. So. Perfekt. So. Oh. Das wollte ich nicht. So. Und da wären wir. Haben wir unten noch. Sicher haben wir noch eine Leiter. Ja, Logo. So.
Weil für den Dachboden brauchen wir keine Treppe, glaube ich. Hoch. So. Ja, läuft. Nö. Nee. So. Zack. Dann haben wir oben wenigstens noch ein bisschen Stauraum. Ich glaube, dann haben wir aus der Bude hier auch das Maximum rausgeholt. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die Säge liegt nämlich noch unten. Dann machen wir schnell noch zwei. Dann wären wir da auch zu. Brauchen wir gar nicht. Ha. Weil ich möchte ganz oben auch ein Fenster drin haben. Naja. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, ne? Weil zwei Fenster wollte ich nicht. Wir haben eh zwei. Perfekt. Warum auch immer. So. Ja, geil. Das, ging ja jetzt easy. Dann braucht man noch, etwas Sand müssen wir noch holen. Sand, Sand, Sand. Schaufel haben wir nicht. Perfekt. Es läuft ja schon wieder wie am Schnürchen. So. Ich will bei dem Wetter echt nicht gehen. Wir müssen uns mal Wolle organisieren, glaube ich. Erstmal was zum Mampfen. So. Achso. Ja, das da unten werden wir, glaube ich, zumachen können. Ja, außer da. Da habe ich schon eine Idee, was da später reinkommen könnte. Das lassen wir einfach mal gekonnt. Das hier müssen wir auch noch wegarbeiten. Haben wir noch einen Slab. Irgendwo rumfliegen. Ja. Hammer. So. So, das bringt ja nichts. Ja. Okay. Das war unsinnig. Ah. Gehen uns schon wieder aus hier, die Fichtis. Brauchen wir eh nicht so viel. Und dann, davon haben wir kaum noch welche. Ach so. Ja. Verwurst mal einfach die. So. Boah, ist das zappenduster hier hinten. Bist du wahnsinnig. Dann machen wir hier vorne die Kitchen rein. So.
Hm? Nein, dahin. So. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Es ist schade, dass da hinten kein Fenster sein wird. Aber da kann man nichts machen, glaube ich. Weiß ich noch nicht, was ich dahin mache. Ein Lagerraum vielleicht, oder? Einmal unten die Küche, Lagerraum. Hier werden wir irgendwo das Schlafzimmer hinzaubern. Und hier haben wir nochmal ein Lager. Außer wir bauen hier natürlich Fenster rein. Hm. Naja. Wenn wir uns das nochmal von außen anschauen. Ja. Nee. Doch ganz schön groß geworden, ne? Ja. Damit danke fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die nächste Runde, die wir spielen. Und da oben fehlt nämlich noch ein Block. Und dann werden wir das Haus fertigstellen und uns ein paar neue Zieltchen setzen. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Und bis dahin würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.